Hallo alle Strandfiguren, herzlich willkommen zu drei ausgleichenden Übungen für belastete Kraftsportler. Diese drei Übungen sind für einen gesunden Rücken sehr gut geeignet. Das bedeutet, wenn du jetzt aufgrund des Krafttrainings durch einseitige Belastung Schmerzen hast im Rücken, dann kannst du diese Übungen hier machen, um das auszugleichen. Ja, ich habe da echt anscheinend einen wunden Punkt getroffen, denn seit ich das Video gestern hochgeladen habe, habe ich eine Vielzahl von Mails und Anfragen bekommen, kannst du dazu ein Video machen. Nun, du siehst mich hier schön einrollen auf diesem Rückenextensionsgerät und dann schön in die Streckung gehen, sogar leicht überstrecken hier in dem Fall. Das heißt, du rollst dich bis ganz nach vorne ein, machst so einen richtigen Katzenbuckel, also du versuchst richtig den Rücken in diesem Fall rund zu machen und dann streckst du dich langsam nach hinten. Und erst wenn du das Ganze langsam auf 12 bis 15 Wiederholungen ohne Probleme hinkriegst, erst dann fängst du an, ein Gewicht hier zu nehmen, schön eng oben zu halten und dann das Ganze mit Gewicht zu machen. Ja? Hier wichtig ist dabei, dass du richtig langsam arbeitest. Jetzt haben wir aber auch wieder nur eine Körperachse, nämlich hier die durch meine Hüfte im Prinzip durchgeht. Also stell dir vor, wie so ein Kickermännchen am Kickertisch. Jetzt nehmen wir aber noch die Longitudinalachse mit dazu. Das bedeutet, wir drehen uns oben noch. Ja? Schau nochmal genau zu. Ich komme nach oben und ich drehe mich nach links und rechts abwechselnd. Und das wird dafür sorgen, dass noch ein größeres Spektrum an Rückenmuskulatur hier mit verwendet wird und vor allem in der Rotation trainiert. Das ist das Wichtige. Deswegen die zweite Übung ist hier die Rückenstreckung, aber noch gleichzeitig mit einer kleinen Rotation. Und die dritte Übung ist eine reine Halteübung für die Rückenstreckmuskulatur. Gleichzeitig nehmen wir die obere und hintere Schultermuskulatur und oberen Rückenmuskulatur mit rein. Und zwar nehmt ihr euch eine kleine Scheibe, ich habe hier eine 2,5 Kilo Scheibe. Und dann müsst ihr natürlich in schöner Streckung versuchen, diese Hantelscheibe immer im Kreis hinten rum zu geben. Ja? Und in Kombination mit der Haltearbeit, die ihr hier leisten müsst, habt ihr hier eine super Übung gegen Rückenschmerz im gesamten Rücken. Ja? Der Gesäßmuskel und die hinteren Oberschenkelmuskeln arbeiten hier natürlich auch mit. Diese Übung könnt ihr zum Beispiel, also diese drei Übungen könnt ihr hier einfach 2-3 Sätze am Ende eures Rückentrainings mit einbauen oder sogar gleich am Anfang, geht auch. Und dann könnt ihr auch wieder fleißig Push-Pull und rumposen und so weiter. Nächstes Video, da werde ich nochmal drei Übungen vorstellen für den Bauch.